Ja, verschwinde. Dir rummel ich jetzt ein bisschen am Rücken rum. Yep, rupp, 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 rupp. Gib mir das bitte. Danke, tschüss. Und jetzt können wir theoretisch... Kann eigentlich irgendwer von mir Zerschneider lernen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nope. Gut, da hätten wir dann mal das erste kleine Problemchen, das wir lösen müssen, indem wir unsere Pokémon heilen. Und dann hier nach einem zerschneiderfähigen Pokémon suchen. Du bist nicht fähig. Du bist nicht fähig. Pikachu ist nicht fähig. Nidorino ist nicht fähig. Nein, es gibt hier keine Zerschneider-Pokémon. Nope. Gab's auf der Ebene unten? Nein, auch nicht. Arf. Arf. Wo kriege ich ein Zerschneider-Pokémon her? Gab es nicht hier auf der Route Mauzis? Hier? Mauzi, perfekt. Donnerschock. Yep. Und dann einmal paralysieren. Und dann einmal fangen. Ich danke dir. Du bist ab jetzt mein Zerschneidersklave. Yep. Fuck, bist du nicht. Okay. Ich habe ein Problem. Haha, was gibt's hier noch so auf der Route? Hier unten. Hier unten kann ich wenigstens durchs Gras laufen, ohne direkt wieder rauszurennen. Mauzis bringen mir nix. Habitax bringen mir nix. Mauzis bringen mir nix. Dodus auch nicht. Tangela nicht. Oder? Tangela kann doch kein Zerschneider lernen. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Paras! 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 Bringt nix. Irgendwie, was war da doch? War ja natürlich kritisch. Oh! Ditto, nein. Ich brauch so ein Paras. Paras, das war keins. Das ist auch keins. Das ist jetzt aber tot. Du bist auch kein Paras. Wow. Nee, ich krieg keine. Natürlich nicht. Du bist keins. Du bist auch keins. Du auch nicht. Du auch nicht. Du bist auch keins. Und du bist eins. Danke. Scheiß aufs Toxin. Bälle. Mehr Bälle. Achso, du heilst dich gerade wieder hoch. Haha. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir. Komm in mein Team. Ich will ein Paras. Nein. Fühle dich bedroht von meinem Ibitak und spring in den Ball. Alter. Danke. So, wir haben ein Paras. Das gehen wir jetzt mal abholen. Ich dachte, wir gehen das mal abholen. 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 Vorspulen ist also nicht immer eine gute Idee. Ups. Bibor. Wow. Hi. Abholen. Ich will doch nur meinen Paras. Yep. Okay. Bild PC. Ablegen. Mauzi. Yep. Mitnehmen. Paras. Sehr gut. Wenn das jetzt kein Zerschneider lernen kann, dann weiß ich auch nicht weiter. HM01. Yep. Ja, danke. Lerne Zerschneider. Ja. Yes. Der da. Wo ist mein Orden? Ich verdiene ihn mir. Komm und bring ihn mir. Cut. Bam. Hi.
Wo ist mein Knogger? Knogger. Da wird jetzt einmal kurz durchgeballert. Ja, du hast 3 Pokémon. Oh, ein Electrode. Oh, ich fick dich. Alter, wow. Du bist in der Elektro-Arena und hast Tangelas. Das ist gegen den Kodex. So, wir prügeln uns hier quasi einmal ganz schnell durch. Bring Knogger auf 32. Noch mehr Kämpfe. Ich glaube, das wird so ein Running-Theme. Ist gerade nur so eine Vermutung. So, wir holen uns einmal den Gratis-Wechsel ab. Wechseln dann auf Pikachu. Das mit seinem Donnerschock. Glücklicherweise Schaden unbeschreiblichen Ausmaßes macht. Hey, cool. Könntest du bitte... Das Ding hat über 100 HP. Was soll das? So. Erledigt. Erledigt, erledigt. Pikachu, schön. Was Einfaches. Hier. Für das Mistding benutze ich sogar nicht mal den Knochenrang, sondern einfach nur die Knochenkeule. Ups. Kaputt. Oh, das tut mir leid. Ist das nicht die lustige Arena? Die hahaha, wir haben das tollste Gimmick aller Zeiten Arena? Ist das die? Das sieht so aus. Und das sind, glaube ich, diese Felder. Okay. Ja. Ich vermöbel dich kurz. Mit einem Rückzug. Strategischer Wechsel. Ja. Kein Ding. Ey, das ist alles kein Problem. Damit. Und dann nochmal. Danke. Das Schöne ist, ich kann mich jetzt heilen gehen. Oh, bidub. Cut. Und heilen. Ich mach die Arena. Auch ich hab Angst. Ich hab gesehen, was für ein Level allein die normalen Trainer schon... Also was die Pokémon von den normalen Trainern da drin schon hatten. Ich will gar nicht wissen, was Bob hat. Nope. 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 Hey, da ist ein Switch. Ja. Yeah. Okay. Das war doch jetzt einer von den beiden. Dann ist es der da. Nope. Okay. Ich spiele zwar auf dem Emulator, aber diesen Spaß, den werden wir uns auf ganz normale Weise gönnen. Und sagen deswegen Nope. 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 Ist er nochmal hier? Nope. 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 Hey! Großartig! 25% Chance. Da. Nope. Dop. Nope. 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 Komm schon. Da ist ein Switch. Es ist ganz eindeutig der hinter mir. Yep. Oh, ich bin der Größte. Dankeschön. Nope. Hallöchen. Was geht? Hey, Kid. Was denkst du, machst du hier? Du wirst nicht lange im Kampf überleben. Das ist sicher. Ich verrat's dir. Elektro-Pokémon haben mich während dem Krieg gerettet. Ah ja. Du bist voll der coole Typ. Mit 6 Po... Oh, fuck. Oh Gott. Ah. Gut. Yep. Geil. Ich bin so am Arsch.
Es sei denn, ich habe das Glück und treffe trotz zigtausend Doppelteams irgendwann nochmal. Gut. Ich würde sagen, ich würde mal so ein bisschen grinden gehen. Dann sieht man sich. Oh, fick mich, ey. Beim nächsten Mal. Ja, komm, mach mich kaputt. Hier wieder. Bis dahin. Und tschö, tschö. So ein Bullshit. So ein Rotz.